Herzlich willkommen zurück zu Siberia Teil 1. Ja, beim letzten Mal hier ist übrigens die Goretti. Schön, dass du dich auch gerne mal vorgestellt hattest, Goretti. Aber natürlich wieder alles vermasselt. Was soll ich euch dazu sagen? Dumm gelaufen. Ja, hallo. Okay, zurück zum Spiel. Alles andere ist ja letzten Endes auch Nebensache, ne wahr? Ja, beim letzten Mal haben wir unseren Zug, ne, das war schon das vorletzte, ne, das war beim letzten Mal, unseren Zug endlich dahin gebracht, wo wir ihn haben wollten. Habe ich eigentlich im Inventar alles, was ich brauche? Ja. Und zu der Aufzugstation nämlich haben uns bei Professor Pons in der Vorlesung ja eine recht interessante Geschichte über die wie hießen sie denn nochmal, über die Yukol anhören dürfen. Ein prähistorisches Volk, so mehr oder weniger, wie es so genannt wurde, das auf Mammuts schon geritten ist. Das heißt, die haben Mammuts gezähmt für ihre Zwecke. Als Lastentiere. War recht interessant. Ich wäre fast eingeschlafen, so wie die Studenten, die diese Vorlesung besucht haben, tatsächlich eingeschlafen sind. So, aber nun gilt es ganz klar. Moment, ich habe mir noch nicht die Zeit hier aufgeschrieben. Verdammte Tat. Ich habe nämlich beim letzten Mal auch schon so weit über die Stränge aufgenommen. Und das ist echt gerade wieder mal ein bisschen schwierig mit dem Reden. Oh Mann, 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 da habe ich mir ja wieder einen Tag ausgesucht. Yay! Ja, nichtsdestotrotz, komm Kate, beeil dich mal ein bisschen. Ja, unsere Kate ist zwischendurch... Warum rennst du nicht, liebe Kate? Die Suppe hier, ja, genau da wollten wir hin. Wir wollten jetzt nämlich den Zug aufziehen. Wir sind ja nur rüde unterbrochen worden von Professor Pons, der uns unbedingt nochmal sehen wollte. Aber ich glaube, ich stelle jetzt erstmal diese Puppe wieder zurück, bevor ich das nachher wieder vergesse. Oh. Alles in Ordnung, Oscar? Ja, Kate Walker. Ich warte darauf, die Reise fortzusetzen. Ja, alles klar. Das heißt, ich kann nochmal mit dir reden. Ich glaube, es hätte mir gefallen, an dieser Universität zu studieren. Hier ist alles so anders. New York erscheint mir so weit weg. New York? Ist das unser nächstes Reiseziel? Nicht wirklich. Aber diese Stadt würde Ihnen gefallen, Oscar. Sie ist voller Automaten. Wie, die ist voller Automaten? Voller Autos vielleicht, aber nicht Automaten, oder? Oscar, halten Sie sich bereit. Ich werde mich darum kümmern, den Motor aufzuziehen. Ja, Kate Walker, wir müssen unsere Reise fortsetzen. Pünktlichkeit ist... Für einen Lokführer Ehrensache. Ich weiß, Oscar, ich weiß. Ja, das sollte man der Deutschen Bahn mal sagen, ne? Oscar, könnten Sie mir eventuell dabei helfen, den Zug aufzuziehen? Mein Unwissen wäre dabei vielleicht hinderlich, Kate Walker. Sie haben wahrscheinlich recht, Oscar. So ist das. Kannst du uns Hans was zu Hans sagen? Vorarlberg. Ein Idiot? Was? Ein Genie? Und dann diese Mammutgeschichte. Ein komischer Kauz, oder? Hans Vorarlberg hat mich erschaffen, Kate Walker. Genau, rede nicht so über ihn, Kate Walker. Ist ansonsten alles in Ordnung, was die Mechanik betrifft, Oscar? Kate Walker, dieser Zug weist keinerlei Probleme auf. Das Aufziehen des Federmechanismus ist eine völlig normale mechanische Routinearbeit. Nun ärgern Sie sich doch nicht gleich, Oscar. Ich wollte Sie nicht kränken. Hast du aber, liebe Kate, hast du aber... Hier scheinen wirklich alle den Sauvignon zu schätzen. Die Menschen ebenso wie dieser verfluchte amazonische Kuckuck. Vielleicht sollte auch ich bedauern, dass es mir meine Konstitution nicht erlaubt, dieses Produkt einzunehmen. Also, wirklich, Oscar? Aha, der Oscar will also trinken. Können wir noch umblättern? Ich muss jetzt gehen, Oscar. Bis später. Gott sei Dank. Kate Walker? So, Oscar, ich wollte aber diese Mammutpuppe jetzt wieder zurückstellen, bevor du mich noch einmal unterbrichst. So, da kommt sie hin. Zack, zack. Auf geht's, liebe Kate. Und dann heißt es, Zug aufziehen und ab geht die Fahrt. Juhu, wohin auch immer. Naja, ich weiß natürlich, wo es hingeht, aber ich habe versucht, euch noch so ein bisschen in Spannung zu halten. Wobei der eine oder andere sicherlich schon mal so dieses Spiel unter Umständen selber gespielt hat. Vielleicht sogar schon mal Let's Plays dazu gesehen.
Ich bin nämlich definitiv nicht die Einzige, die hier dieses Spiel mal let's played hat. Und da ist der Aufzugsmechanismus. Juhu! Komm, Kate, beeile dich. Es geht weiter. Genau, dreh die Kurbel. Dreh die Kurbel. Feines Mädchen. Und jetzt zieh den Hebel. Zack. Um was wollen wir wetten? Dass Oscar mit Sicherheit noch irgendwelche Einwände hat. So, liebe Kate. Ach, das geht von alleine zurück. Wunderbar. Das hat ja... Oh, Telefon, nicht schon wieder. Wer ist denn jetzt dran? Hallo? Wo bist du? Hallo, Dan. Ich bin in Barockstadt. Barock was? Eine Stadt? Dort lebt wohl der Mann, den du suchst. Kommst du bald zurück? Nach dem, was ich bisher gesehen habe, ist es eher eine riesige Universität mit einem wunderbaren Volierenbahnhof. Das müsstest du sehen. Überall Bäume und Vögel. Ganz sonderbar. Ich frage mich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Besichtigungstour ist. Und? Kommst du bald zurück? Ich glaube nicht. Weißt du, der Zug, mit dem ich reise, hat ein mechanisches Problem. Deshalb mussten wir hier anhalten. Wir? Reist du nicht allein? Wer begleitet dich? Oscar, der Zugführer. Interessierst du dich auf einmal für Mechaniker? Dan, sei doch nicht albern, bitte. Oscar ist ein Automat, den dieser Herr Vorarlberg, die Person, die ich suche, erfunden hat. Kein gewöhnlicher Automat. Er hat was von einem englischen Butler, wenn du verstehst, was ich meine. Und ziemlich pingelig ist er auch. Kate, ich habe langsam genug von deinen verrückten Geschichten. Es wird Zeit, dass du zurückkommst. Meine Mission ist noch nicht beendet. Zum Teufel mit deiner Mission. Du hättest sie nie annehmen dürfen. Wenn du dich weiter mit Routinefällen befasst hättest, wäre für uns jetzt alles einfacher. Wie denn für uns? Darf ich dich daran erinnern, dass ich es bin, die hier Probleme hat? Während ich versuche, ganz alleine diese immer neuen Situationen zu managen, sitzt du gemütlich zu Hause und trinkst deinen Whisky. Du warst doch damit einverstanden, dass ich fahre. Es war ja auch nur von 2-3 Tagen die Rede, Kate. Warum versuchst du nicht, mich ein wenig zu verstehen? Dich verstehen? Zu allem Überfluss soll ich jetzt auch noch dich verstehen? Und was soll ich verstehen, bitte? Dass der Herr sein kleines Spielzeug vermisst? Also, jetzt reicht es. Mehr will ich gar nicht hören. Ruf mich an, wenn du dich wieder beruhigt hast. Ich bin völlig ruhig. Du bist es, der mich aufregt. Ich hätte lieber ein paar aufbauende Worte gehört als deine Vorwürfe. Du bist schrecklich egoistisch. Du bist hier der Egoist. Ja, Kate, gib's ihm, Kate. So ist richtig. Ha! So. Entschuldigung. Ich bin pro Beziehung, wollte ich nur mal so sagen. Ja, also pro Beziehung. Aber der Mann geht gar nicht. Kleiner Egoist, wir haben hier Probleme ohne Ende. Probleme, Probleme, Probleme. Eins nach dem anderen. So, Oscar, was ist jetzt? Weiterfahren. Alles in Ordnung, Oscar? Ja, Kid Walker. Ich warte darauf, die Reise fortzusetzen. Ja, Oscar, wir können fahren. Wenn Sie mir diesmal wieder sagen, dass noch etwas fehlt, Oscar? Alles ist in bester Ordnung. Nehmen Sie Platz, Kid Walker. Wir fahren los. Na prima. Wunderbar. Ganz hervorragend. So lasse ich mir das gefallen. Da, 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 da. Ja, ab geht die Fahrt. Ich frage mich zweimal noch, wie wir da durchs Schloss kommen, durch dieses Tor. Aber gut, an dem Zug wird wohl irgendein Mechanismus dran sein, der das Tor öffnen kann. Hoffe ich zumindest. Oder? Oder? Los, mach das Tor auf. Komm, mach das Tor nicht auf. Ich wusste es. Irgendetwas passiert immer. So, Oscar. Wo bist du, mein Freund? Da bin ich aber mal gespannt. Da kann ich hin? Muss ich da vorne irgendwas machen? Komm, liebe Kate, guck dir das mal näher an. Ja, da ist ein Schloss. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Komm, sag es noch einmal. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Danke, Kate, das habe ich gebraucht. Sie fragt sich, wie das Ganze funktionieren soll. Okay, dann gucken wir mal, was hier Sache ist. Ah. Was machen Sie denn da, Oscar? Ach so.
Ein jeder muss sich an die Regeln des Schienenverkehrs und an die Zollbestimmungen halten. Oskar, denken Sie nicht, es ist an der Zeit, mit diesen Kindereien endgültig aufzuhören? Um durch die Mauer zu gelangen, ist eine Durchfahrtsberechtigung erforderlich, Catwalker. Na prima. Und wissen Sie nicht zufällig, wo ich ein solches Dokument bekomme? Es gibt mit Sicherheit eine Instanz, der die Mauer untersteht und die befugt ist, ein solches Visum auszustellen. Super, Han. Ach, Vogel, guck mal, Vogel können wir gar nicht mehr nachfragen. Oskar, denken Sie nicht, wir haben jetzt genug Zeit verloren. Sie haben Ihre Zeit gebraucht, um herauszufinden, wie man den Federmechanismus der Lokomotive aufzieht, Kate Walker. Ach ja? Jetzt reicht's aber. Sie haben mir doch dabei Ihre Hilfe verweigert. Da haben Sie recht, genau. Kate Walker. Wenn Sie nicht so pingelig an Ihren Bestimmungen festhalten würden, gäbe es keine Probleme. Das weiß ich nicht, Kate Walker. Oskar, ich bitte Sie, steigen wir ein und fahren wir weiter. Kate Walker, geben Sie mir bitte das Visum. Was für ein Visum? Hallo? Ich denke mal, Sie werden mir nicht helfen können, dieses Visum zu bekommen. Das ist richtig, Kate Walker. Danke, lieber Oskar. Also dann bis nachher, Oskar. Ja, Kate Walker. Also wir brauchen ein Visum. Das heißt, wir gehen immer da entlang, wo das Kreisle aufleuchtet und dann... Oh, hier, können wir da von hinten und Oskar einfach erwürgen? Einfach mal von hinten anschleichen. Ihm die Arme ausreißen. Er ist doch aus Mechanik. Das bringt nichts. Ach. Es ist verriegelt. Oskar hat sich eingeschlossen. Na gut, dann dorthin. Komm, Kate. Ja, jetzt dreh dich nicht pausenlos um die eigene Achse, sondern lauf einfach in die Richtung, die ich dir zugewiesen habe, gute Frau. Mann, was ist das mal wieder schwer. Sehr schön. Wo sind wir denn hier angekommen? Türchen, Treppchen, Ruf. Oh nein, wieder das Telefon. Ich glaub's nicht. Wer ruft denn jetzt an? Hallo? Kate, bist du es? Was ist los? Ich hab's endlich geschafft, meinen mechanischen Zug aufzuziehen, der mich zu Hans Vorarlberg bringen soll. War gar nicht so einfach. Erst musste ich noch mit zwei so merkwürdigen Binnenschiffern verhandeln. Komische Leute. Naja, und jetzt stehe ich vor einer riesigen Mauer und komme nicht weiter. So eine Art chinesische Mauer. Du müsstest das sehen. Das meine ich doch gar nicht. Ich wollte wissen, was mit dir und Dan los ist. Wieso? Ich habe ihn auf der Party von Margie getroffen. Er hat mir gesagt, ihr hättet euch gestritten. Wir wollen mal nichts übertreiben. Bei unserem letzten Telefonat haben wir uns beide etwas aufgeregt. Das passiert nun mal. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber er sah echt nicht gut aus. Eher so, als sei er wirklich schlecht drauf. Ach, wie sieht er denn aus, wenn er schlecht drauf ist? Na, du weißt schon, mit seiner Strähne, die ihm in die Stirn fällt, seinem komischen Blick und der kleinen Falte zwischen den Brauen. Ist mir noch nicht aufgefallen. Vielleicht war ich ja wirklich etwas hart mit ihm, aber er will immer, dass ich so bin, wie er es sich vorstellt. Diese Mission stresst mich ziemlich. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Verständnis. Kann ich verstehen. Meins hast du jedenfalls. Also, erzähl mal, wie läuft's? Wie ich dir schon gesagt habe, ich komme voran. Langsam, aber sicher. Dieser Hans Vorarlberg scheint eine recht faszinierende Person zu sein. Naja, zu langweilen scheinst du dich ja nicht. Nicht wie hier auf der Arbeit. Monotonie total. Hoffentlich bist du bald zurück. Es dürfte nicht mehr lange dauern. Ich melde mich wieder. Bis bald. Lass bald wieder von dir hören, Kate. Und sei nächstes Mal etwas netter zu Dan. Ich werd's versuchen. Naja, vielleicht könnte Dan ja auch einfach mal etwas netter zu uns sein, ne? So, geht dieses Türchen ja auf. Wir stehen jetzt scheinbar hier oben auf der Mauer. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Ja, das merke ich. Ja, dann in die andere Richtung der Mauer. Was ist das, ein Propeller? Ach, guck mal, ein Blick auf unseren Zug. Sehr schön. Immer mal weitergehen, liebe Kate. Das ist doch nett hier. Kommen wir da rein. Jo, was ist denn hier jetzt alles los? Hier können wir... warte, ach, da steht einer. Und was ist hier? Reden wir erstmal mit dem. Bevor wir irgendetwas... Das ist ja, ne? Ist ja nicht nett, einfach die Sachen alle anzufassen, bevor man sich überhaupt vorgestellt hat und so. So, Kapitän Malatesta, Chefkommandant des Grenzpostens von Barockstadt. Zu Ihren Diensten. Na, ob wir von dem wohl...
ein Visum kriegen? Na, dann stellen wir uns mal vor und sag nicht wieder, dass du Rechtsanwältin bist. Bitte nicht. Ich heiße Kate Walker. Meine Firma hat mich damit beauftragt, einen Mann zu finden, der zurzeit angeblich irgendwo in Sibirien weilt. Was für eine absurde Mission. Das Risiko steht in keinem Verhältnis zu Ihren Erfolgschancen. Kapitän, erlauben Sie mir die Bemerkung, dass mir das militärische Selbstverständnis, mit dem Sie eine völlig unnütze Mauer verteidigen, ebenso absurd erscheint. Ich könnte Ihre Worte jetzt als Beleidigung auffassen, aber ich verzeihe Ihnen. Sie sind jung und sich der wirklichen Gefahren, die uns drohen, nicht bewusst. Aha, ist das so? Ich habe aber eine Mission zu erfüllen. Ich brauche eine Erlaubnis zum Überschreiten der Mauer und zur Fortsetzung meiner Reise nach Osten. Man sagte mir, Sie seien befugt, ein solches Visum auszustellen. Dies gehört in der Tat zu meinen Befugnissen. Allerdings stelle ich momentan keine Visa aus, da niemand sich über die Mauer hinauswagen darf. Und aus welchem Grund, bitte? Weil eine solche Reise viel zu gefährlich ist, ganz besonders für eine junge Frau wie Sie, die noch dazu alleine reist. Ich denke, das ist auch Ihnen klar. Gefährlich? Was wollen Sie damit sagen, Kapitän? Der Feind, wertes Fräulein, der Feind! Seit mehreren Jahren beobachte ich ihn durch mein Fernrohr. Der Reiter dort hinten am Horizont, der Kundschafter einer Invasionstruppe. Er beobachtet uns, spioniert uns aus. Ich muss besonders vorsichtig sein. Er weiß, dass ich weiß, verstehen Sie? Und solange ich ihn überwache, wagt er nicht zu handeln. Sind Sie sicher? Absolut. Aber bitte, überzeugen Sie sich selbst. Das heißt, was? Ist der Herr, der für das Tor zuständig ist, nicht da? Es gibt keinen Herrn, der für das Tor zuständig ist. Sie sollten wissen, dass ich, der Kapitän Malatesta, der alleinige Hüter dieses Tors bin. Und zwar seit ich dieses Amt im Jahre 1968 von meinem eigenen Vater, Oberstleutnant Malatesta, übernommen habe. Dann werden Sie mir wohl auch seinen Mechanismus erklären können. Er scheint recht kompliziert zu sein. Keineswegs. Ein Kinderspiel, wenn man sich nur einen Moment Zeit nimmt, seiner Logik auf den Grund zu gehen. Und Ihrer Lokomotive nach zu urteilen, dürfte das für Sie kein Problem sein. Warum sagen Sie das? Als ich Ihre herrliche Lokomotive sah, habe ich mir gleich gesagt, Sapristi, nur Hans Vorarlberg kann solch eine Maschine entwickeln. Und ich weiß, wovon ich rede. Der Mechanismus des Tors ist sein Werk. Es war, wenn ich mich nicht irre, das letzte, das er in Barockstadt realisierte. Dann kennen Sie also Hans Vorarlberg? Nein, also nicht persönlich. Ich hatte damals gerade das Licht der Welt erblickt. Aber mein Vater hat mir viel von ihm erzählt. Und natürlich kenne ich seine Erfindungen. Sie sind zahlreich in unserer Stadt. Ich weiß. Ich stelle fest, dass auch das Alter seinem unglaublichen Erfindungsgeist keinen Abbruch getan hat. Wie geht es ihm? Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nämlich gar nicht. Ich suche nach ihm. Eine Erbschaftsangelegenheit. Und vielleicht wird mich sein Zug zu ihm bringen. Warum nicht? Seine Erfindungen waren schon immer unglaublich. Ja, da hast du wohl recht, mein junger Freund. Also auf den Zug brauche ich ihn gar nicht mehr anzusprechen, aber die Vogel. Zwischen dem Volierenbahnhof und dieser sachlichen Mauer ist schon ein gewaltiger Unterschied, nicht wahr? Ich hatte schon lange keine Gelegenheit zum Vergleich mehr. Meine Funktion erlaubt es mir nicht, meinen Posten zu verlassen. Gut, so würden Sie mich ich sehe bitte schon... entschuldigen, Kapitän. Es war mir ein Vergnügen, gnädige Frau. Auf diese Art und Weise kommen wir wohl nicht weiter. Aber da ich jetzt auch schon wieder so ein bisschen über meine maximale Zeit hinweg bin, würde ich sagen, setze ich jetzt hier einen Schnitt, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und gesund, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.